Hallo, mein Name ist Rainer Gerhardt. Ich möchte kurz etwas zum sogenannten Kunstgalerieproblem sagen. Das ist ein Problem aus der algorithmischen Geometrie, bei dem es darum geht, wie viele Wächter man in einer Kunstgalerie benötigt, um die gesamte Galerie zu überwachen, oder anders ausgedrückt, wie viele Wächter man benötigt, um ein Polygon komplett einzusehen, wenn wir die Galerie als Polygon modellieren. Da gibt es eine Aussage, dass wenigstens bei n Ecken des Polygons n Drittel, und zwar abgerundet, Wächter benötigt werden. Das hier oben wird uns jetzt nicht interessieren, ist der Beweis dafür, dass das auch tatsächlich notwendig ist. Gibt es ein anderes Video zu. Was ich jetzt zeigen möchte, ist, dass n Drittel immer ausreichend sind. So, und jetzt nehmen wir uns zunächst mal eine Kunstgalerie, in Anführungszeichen. Also gehen wir mal davon aus, dass das zwei verbundene Räume sind, mit einem Gang dazwischen. Kann man auch sicherlich anders machen. So, das sollen Geraden sein. Dieses Polygon trianguliere ich im ersten Schritt. Und zwar trianguliere ich es so, dass ich nur Ecken mit Ecken verbinde, also keine darin, und es dürfen sich auch keine der Diagonalen überkreuzen. Die einfachste Methode, wenn ich das hier sehe, so vom Zeichnerischen, ist, dass ich erstmal die Bereiche hier schließe. Dann kann ich hier natürlich eine Diagonale bilden. Dann habe ich hier zwei konvexe Bereiche, genau wie hier. Dann suche ich mir einen Punkt, von dem aus ich die Dreiecke bilde. Und hier mache ich das dann genauso. Da muss ich noch hin. So, jetzt habe ich erstmal eine Triangulation. Das heißt, ich habe Dreiecke, die sind konvex. Und das Polygon ist jetzt die Vereinigung aller Dreiecke. Ist damit also die Vereinigung von konvexen Objekten. Das brauchen wir nachher noch. Was ich dann mache, ist, ich färbe die Ecken. Und zwar reicht da eine Dreifärbung, sehen wir gleich noch warum. Und ich färbe die mit Zahlen. Ich fange einfach irgendwo an, sinnvollerweise bei so einem konvexen Punkt, eine konvexe Ecke, nenne ich das mal 1, das 2. So, und jetzt habe ich natürlich schon zwei Farben verwendet, dann muss die dritte Farbe hier sein. Durch meine Konstruktion kann ich jetzt direkt sagen, dass das 2 wieder ist 3 und 2, also wir sehen 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, hier habe ich 3 und 2 in diesem Dreieck, dann muss das wohl 1 sein. Dann habe ich in dem Dreieck 2 und 1, dann muss das 3 sein. Dann habe ich, welches Dreieck habe ich hier? Das mittlere, 1, 3, dann muss das 2 sein. Wenn das 2 ist, dann muss das wieder 3 sein. Dann muss das wieder 1 sein, dann muss das wieder 3 sein. So, jetzt habe ich die Ecken gefärbt. Nicht die Kanten, sondern die Ecken. Jetzt zähle ich aus, welche dieser Farben am wenigsten häufig vorkommt. Die 1 haben wir 1, 2, 3 mal, also die 1 haben wir 3 mal, die 2 haben wir 1, 2, 3, häufiger auf jeden Fall 4 mal, 2 haben wir 4 mal, die 3 haben wir 1, 2, hier kann ich eigentlich schon aufhören, wenn ich hinschaue. 1, 2, 3, 4, 5, die 3 haben wir 5 mal. Das heißt also, die 1 kommt am wenigsten häufig vor. Somit setze ich meine Wächter auf die Punkte, wo die 1 ist. Also hier kommt ein Wächter hin, hier kommt ein Wächter hin, hier kommt ein Wächter hin. Wichtig nochmal, jede Farbe ist in jedem Dreieck vorhanden. Damit kann jede Farbe, weil die Dreiecke konvex sind, natürlich auch jeden Punkt des Dreiecks einsehen. Und da das Gesamtpolygon die Vereinigung der konvexen Dreiecke ist, können somit auch die Punkte alles einsehen. Wir sehen jetzt allerdings auch, dass der Algorithmus nicht unbedingt optimale Positionen erzeugt, weil zum Beispiel der Punkt wäre nicht notwendig, weil mit den zwei Punkten schon das gesamte Polygon einsehbar ist. Ja, das ohnehin.
Der sieht zwar hier den Bereich nicht, aber den sieht er und er sieht ohnehin auch hier unten alles, weil er ja auf der Kante von den beiden Dreiecken sieht. Also bräuchte man den theoretisch nicht oder praktisch nicht, das kann der Algorithmus aber nicht ermitteln. Ist halt ein sehr schwieriges Problem. So, genau. Ja, das ist dann eigentlich schon, wie ich die Position der Wächter ermitteln kann. Die habe ich ja jetzt hier. So, jetzt ist noch die Frage, warum funktioniert diese Dreifärbung überhaupt? Und da schauen wir uns mal kurz den Nachbarschaftsgraphen an, also den dualen Graphen. Ich zeichne mir jetzt mal hier einfach beliebige Punkte ein und bilde dann mal den Nachbarschaftsgraphen. So, da ist er. Und da fällt vielleicht schon direkt auf, dass dieser Graph so ein bisschen wie ein Baum ausschaut. Und das ist auch kein Zufall, das kann man beweisen. Denn es gibt immer Dreiecke, die zwei Randstücke haben. Hier das zum Beispiel, oder hier das. Und nur eine Diagonale. Und das sind, in dem Nachbarschaftsgraphen sind das Blätter. Weil eben jedes nur eine Verbindung im dualen Graphen vorhanden ist, denn die Kante ist ja die Verbindung. Außerdem, ach, das ist wichtig, das muss natürlich noch dabei sein, außerdem kann jeder Knoten im dualen Graphen maximal den Grad 3 haben, weil der Grad ja bestimmt wird, haben wir jetzt hier in dem Beispiel nicht, weil der Grad ja bestimmt wird über die Anzahl der Nachbarn. Doch, hier haben wir noch, da haben wir zwei, die im Grad 3 sind, muss auch. Und jedes Dreieck kann naturgemäß über seine drei Kanten natürlich auch nur drei Nachbarn haben. Also haben wir die Grad 3. Und wir finden in jedem jeder solchen Triangulation ein oder mehrere Dreiecke, die nur eine Diagonale haben. Das sind dann Blätter. So, und jetzt kann ich per Induktion im Prinzip die Blätter abzupfen und erhalte dann wieder ein kleineres Polygon, einen kleineren Graphen, für den das gleiche gilt, beziehungsweise was ich je nachdem, wenn ich von unten nach oben komme, eben schon bewiesen habe. Und damit ist der Graph auch zyklenfrei. Und damit ist es dann ein Baum, und ein Baum mit Maximalgrad 3, und den kann ich 3 färben. Und deswegen funktioniert das Verfahren auch.